Hey Leute, hier ist mal wieder euer Designkaltschmeister 0 und heute geht es um die weitere Zukunft meines YouTube-Kanals. Denn vor ein paar Monaten war mein Kanal schließungsgefährdet. Das heißt, ich hatte 2 YouTube-Strikes. Also vor über einem Jahr oder so. Und der eine war im April und der andere heute vor einem Jahr. Und da ein Strike nur ein Jahr hält, ja, ist mein Kanal jetzt wieder strikelos. Das heißt, dass ich ruhig mal ein Copyright-geschütztes Material uploaden könnte von mir aus, aber nee. Der Hauptgrund, warum ich euch das erzähle, ist, dass ich jetzt wieder Videos über 15 Minuten hochladen kann. Das bedeutet, dass ich nicht unnötig ein Video, was zum Beispiel, sagen wir mal, 18 Minuten geht, in 2 Parts splitten muss. Das kann ich dann komplett hochladen. Ja, das macht mich schon ziemlich froh. Ja. Und dann wollte ich mit euch noch sprechen, ja, was ich jetzt halt in naher Zukunft so hochladen werde. Das werden größtenteils Gameplays sein. Allerdings hatte ich vor, weil ich irgendwie Bock dazu hatte, ein Let's Play von mir weiterzumachen. Und da würde ich euch gerne bitten, dass ihr ein Let's Play von mir, was schon lief, außer Dragon Ball Online, weil da ist mir irgendwie der Spaß vergangen, außer Dragon Ball Online, was ihr gerne sehen würdet, in die Kommentare schreiben. Oder ihr könnt auch generell Gameplay, also ihr könnt ein Spiel sowieso immer requesten, wann ihr wollt. Einfach ein Spiel entweder ins Kommentar unter dem Video schreiben, als Kanalkommentar schreiben oder als Privatnachricht schreiben. Ein Gameplay von einem Spiel, das ihr gerne wollt. Aber ihr könnt mir dann jetzt auch unter diesem Video oder wie gesagt als Privatnachricht und so weiter, könnt ihr mir ein Spiel schreiben, was ich Let's Playen soll. Andererseits, wenn ich das Spiel nicht habe oder wenn ich keinen Bock auf das Spiel habe, ja, dann ja, kann ich für nichts garantieren. Ja, aber ihr könnt ruhig alles Mögliche schreiben, also ich werde das auf jeden Fall alles durchlesen. Und ich danke euch für die 738 Abonnenten, ich bin komplett baff, wirklich. Und als Dank dafür ist für in maximal 1 bis 2 Wochen, ich muss gucken, es kann sich mal wieder um ein paar weitere Wochen verschieben, weil ich nicht immer so Bock habe, ein kleines Special kommen. Und an diesem Special, also es war nicht als Special von Anfang an geplant, aber an diesem Special arbeite ich jetzt schon über 2 Jahre. Ja, und ich hoffe, dass euch das dann freuen wird. Ja, weiterhin wird mal wieder hin und wieder was von FIFA kommen. Alles Mögliche eigentlich. Aber meistens kann man so alle 4 bis 5 oder 4 bis 6 Tage ein Gameplay expecten auf diesem Channel. Ja, sonst sei noch gesagt, dass ich noch 4 Wochen Ferien habe und ich also in diesen 4 Wochen noch so einiges hochladen kann. Ob ich es werde, weiß ich nicht. Ja, danke für euren Support. Ich merke ja, dass immer häufiger Kommentare geschrieben werden. Das freut mich natürlich immer. Ja, an dieser Stelle wäre da nichts mehr zu sagen. Okay, also ich hoffe, dass euch meine Updates so gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.